Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst auch mal ein Dankeschön für die Debatte, die mich aber an vielen Stellen ehrlicherweise nicht überrascht hat. Und Herr Tarzen, wenn Sie in Abrede stellen, dass das Thema nicht durch die politische Mitte gelöst werden kann, dann sage ich Ihnen, das kann sie sehr wohl. Und sie wird auch die Kraft dazu aufbringen, das zu schaffen. Und ich will in dem Zusammenhang sagen, das war jetzt natürlich schon eher Einlassung, die dezidiert auf den 23. Februar aus Ihrer Sicht konzentriert waren. Sie haben ja eine Wahlkampfrede gehalten, das können Sie natürlich gerne tun. Ich will Ihnen aber auch sagen, wir schließen die Wählerinnen und Wähler Ihrer Partei nicht aus. Wir werben dafür, sie zurückzugewinnen. Aber wen wir nicht zurückgewinnen wollen, meine Damen und Herren, das sind manche Funktionäre und auch Abgeordnete Ihrer Partei, von denen ich einfach mittlerweile weiß, dass sie es mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht genau nehmen, dass sie das nicht leben und dass sie sich auch deswegen nicht im demokratischen Prozess befinden. Ich sage das ganz offen, damit meine ich nicht alle und all diejenigen, die vielleicht noch einen Rest an demokratischem Anstand haben, werden sich vielleicht irgendwann überlegen, vielleicht auch die AfD wieder zu verlassen. Ich ermuntere diejenigen dazu, wieder zurückzukommen auf den demokratischen, vernünftigen Weg, meine Damen und Herren. Und ein Punkt ist hier benannt worden, das ist eben auch die Feststellung, dass das auch mittlerweile sozialdemokratische Kommunalpolitiker in herausgehobenen Funktionen, beispielsweise der Schweriner Oberbürgermeister Badenschier, der einen ganz klaren Appell an seinen Genossen, Kollegen, Parteifreund, wie auch immer, und Innenminister Herrn Pegel entsprechend adressiert, indem er davon spricht, dass wir mit einer Erweiterung der Erstnahme auf Einrichtungen auch letztlich die Sicherheitslage im Blick haben müssen. Er stellt also einen klaren Zusammenhang zwischen Migrationskrise und Kriminalitätskrise her. Und wenn er das schon macht, dann sollte man doch wirklich die Ohren spitzen, auch aus der linken Perspektive heraus das zumindest erkennen. Und ich glaube, dieses Nicht-Erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Migration und Kriminalität, auch in unserem Land, das ist das, was sozusagen die einstigen Wählerinnen und Wähler von Ihnen letztlich auch nicht quittieren, beziehungsweise dahin quittieren, dass sie eben andere linke Kräfte wie das BSW unterstützen, die das Thema Migrationskrise immerhin erkannt haben, zumindest es vorgeben, erkennen zu wollen, meine Damen und Herren. Und ich möchte auf einen Vorwurf oder auf die FDP noch mal eingehen. Sie haben sehr, sehr viel von Integrationsmaßnahmen gesprochen. Und darüber können wir im Einzelnen auch streiten. Aber eins haben Sie, Herr Drumke, nicht so hervorgehoben, wie es hätte hervorgehoben werden müssen. Und zwar, dass Integration auch die Bereitschaft voraussetzt, sich integrieren lassen zu wollen. Und das kommt in Ihrem Antrag letztlich auch zu kurz. Und diese Bereitschaft ist aber Voraussetzung auch für einen gelungenen Integrationsprozess. Und wir können nicht nur auf der einen Seite sagen, wir brauchen Sprachkurse, die brauchen wir unbedingt. Wir brauchen ein Angebot der Integration. Aber die Voraussetzung ist eben auch die Bereitschaft. Und wir erleben es viel zu häufig, dass sich Menschen dieser Integration letztlich nicht stellen wollen. Das beginnt teilweise mit der Sprache, das hat aber auch etwas mit dem Faktor Arbeit zu tun, meine Damen und Herren. Und auch das gehört eben zu einer ehrlichen Debatte dazu. Und Frau Ulrich, das können Sie anders sehen, das gesteht Ihnen zu, aber viele Menschen in unserem Land beobachten eben genau das. Und ja, Herr Pegel, beim Thema Zurückweisung haben wir uns an den Binnengrenzen, haben wir natürlich auch den europäischen Rechtsrahmen im Blick. Wir sagen aber auch, und das sagt auch Friedrich Merz, das sagt auch die Bundespartei, deutlich angekündigt, wenn Europa es eben nicht schafft, hier zu einer gesetzlichen, rechtlichen Klarheit zu kommen, dann müssen wir tatsächlich auch über einen dann bitteren, aber notwendigen nationalstaatlichen Weg nachdenken. Sie können sagen, das geht nicht. Ich sage, wir sollten nicht immer darüber reden, was angeblich rechtlich nicht geht. Die Parlamente haben die Möglichkeiten, genau diesen Rechtsrahmen anzupassen, und sie sollten davon auch Gebrauch machen, um hier entsprechend auch Missbrauch vorzubeugen.
Und dann eine Bemerkung zur Bezahlkarte. Sie sagen, ja, wir sind in der Umsetzung. Da muss ich Ihnen aber leider entgegnen, dass wir seit über einem Jahr davon reden und immer noch viel zu wenig passiert. Und wir eben halt nur auch einen kleinen Kreis mit dieser Bezahlkarte erfassen. Und das sind diejenigen, die sich in der Erstaufnahmeeinrichtung befinden. All die, die in die Kommunen dann ausgesteuert werden, werden mit dieser Bezahlkarte nicht erreicht. Und das ist doch das Problem. Darauf sind Sie leider nicht wirklich eingegangen. Und ich will deutlich sagen, dass auch diese Bezahlkarte notwendig ist, um eben auch den Bargeldanteil deutlich zu minimieren. Ich weiß nicht, ob Sie sich innerhalb der Koalition dazu wirklich schon haben verständigen können. Und das hat auch einen Grund, dass man den Bargeldbeitrag deutlich niedrig halten muss. Denn letztlich wissen wir, und auch heute Blick in die Ostsee-Zeitung, wo es ein großer internationaler Blick aufgemacht wird zum Thema Schleuserkriminalität. 5,5 bis 7 Milliarden Dollar werden weltweit mit diesem Menschenhandel erwirtschaftet. Und wir wissen eben auch, dass die Finanzierung des Ganzen über Mittel aus Asylbewerberleistungen erfolgt. Das ist mittlerweile Realität und deswegen ist es richtig, den Bargeldanteil gering zu halten. Und nochmal meine Bitte, setzen Sie die Bezahlkarte so um, helfen Sie den Kommunen, dass sie schnell kommt. Und da bitte ich Sie, die Koalitionsdisziplin an der Stelle zurückzustellen. Und Frau Putz-Debler, ich gestehe Ihnen, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich gestehe Ihnen Ihre Meinung wirklich zu. Und ich gestehe Ihnen zu, dass Sie eine klare Auffassung dazu haben. Aber was ich mir verbitte, ist, meine Partei und meine Fraktion hier in einem Atemzug mit Rechtsextremen zu nennen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und wenn Sie die italienische Situation genau angucken, dann sollten Sie feststellen, dass Giorgia Meloni in einem breiten Bündnis agiert, in einem Bündnis, das eben nicht nur die illegale Migration bekämpfen will. Wir waren dort, wir haben uns das angehört. Insbesondere das Thema der Arbeitsmigration ist dieser Regierung sehr, sehr wichtig. Das hat man uns sehr gut dargelegt. Diese Bewegung ist aus vielen Christdemokraten und auch eben aus anderen politischen Strömungen heraus entstanden. Und ich finde, ist einfach nur außenpolitisch unklug und auch wirklich nicht geboten, diejenigen dort, die da agieren, immer mit einem Vorwurf des Faschismus zu überziehen. Und insbesondere der Noch-Kanzler Olaf Scholz hat zu Giorgia Meloni ein ausgesprochen vernünftiges Verhältnis gepflegt. Ich glaube, er wusste, warum. Und meine Damen und Herren, Sie zeigen damit aber auch, und so sehr ich Ihnen die Meinung zugestehe, zeigen Sie noch mal sehr deutlich, dass Sie in dieser wichtigen Frage einen sehr, sehr großen Dissens haben hier in dieser Koalition. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Landesregierung in der Frage der Migration. Und daher noch mal mein Angebot der Zusammenarbeit hier an dieser Stelle. Sie können es auch im Sinne der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die das Thema, ich sage es gerne nochmal, zum Thema Nummer eins erklärt haben in Umfragen, dass sie es nicht einfach dem Koalitionskrach überlassen können, diese Themen nicht zu lösen. Deswegen biete ich Ihnen nochmal an, hier im Parlament bei diesen Themen enger zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender. Das Wort hat jetzt noch einmal für die Fraktion.